Rolle. Und ach, hier ist auch die Weihnachtsstraße, ne? Die ist richtig cool. Man so, kann das Licht der Autos da und so abschießen, das finde ich auch cool. Kommen zurück. Merry Christmas! Ja, die Weihnachtsstraße, Minjas. Welche Merry? Komm, die wollte ich dir unbedingt zeigen, los, komm, die wollte ich dir unbedingt zeigen, los, warte. Los, los, los. Das ist doch der Coca-Cola-Truck. Nicht ganz. Los, 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 oh Gott. Ja, Billy, gut, wir haben nur ein Päuschen gemacht, alles ist gut, wir sind wieder da. Alles ist easy. Muss mal kurz, Chokri nachlegen. Herzlich willkommen, BD1979. Genau. An dieser Stelle jetzt, wo wir streamen, wieder anfangen, der Chris streamt auch. Ihr könnt parallel seine Sicht sehen. Einfach im Chat Ausrufezeichen Google eingeben. Irgendjemand lädt dauerhaft nach. Der Helm lädt dauerhaft nach. Bitte? Wechsel mal die Waffe. Was meinst du denn? Ja. So. Jetzt wieder gut? Ja. Nee. Ja, ja. Bei mir. Lad halt. Warte, ich schieß mal. Und lad mal nach. So? Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt weg, ja. Ja, okay. Cool. Also dann einmal schießen und nachladen, dann ist der. Ist der Bug behoben. Ja. Garden! Du! Und hip, ah, ja, und hip, nee, gut und gemacht. Hip. Genau, und Frühsport in den Abend rein. Ich klatsche auch mit meiner M4. Seht ihr das? Ja. Aus Versehen auf dem Abzug. Ehrlich, ich geh mal beiseite. Ne? Oh, Jolle, ho, ruhig. Ja, was heißt denn hier Rambo, Jolle, Slash? Ne, ich bin doch ganz, ganz ruhig. Viel zu ruhig. Das ist den Männern heute den Vortritt. Lupus testet auch gerade mal den Dual. Kommt, solange es noch Nacht ist, dann können wir mal diese Weihnachtsstraße richtig sehen. Okay. Mit dem Coca-Cola-Truck. Guck mal, sogar mit dem Coca-Cola-Truck. Ich werd nicht mehr. Gleich kommt so ein Eisbär raus. Genau, mach den Cola auf. Oh, guck mal, der Dings bewegt sich sogar hier. Ich mein lange, ja genau. Hat doch immer dieses Abschießen der Vögel und Ratten, ist ja unfassbar. Wir können auch das hier mal abschießen. Seid ihr in der Nähe? Nee. Das ist aber kein Coca-Cola-Truck. Was? Be merry, drink. Be merry, drink. Face. Hm. Ja, Copyright und so. Ja. Kommt dann in der Vollversion. Ja. Oh, hier ist irgendjemand. Hier ist irgendjemand. Ey, geh rein, geh rein. Los, rein, dein Fenster. Danke. Hast du ihn jetzt. Ist er geduckt oder ist er umgefallen? Ja, hat sich kurz geduckt, ja. Nee, ich habe ihn nicht auf ihn geschossen. Oh, ist der schön. So einen großen Weihnachtsbaum hätte ich auch gerne mal. Joa, ist mal Weihnachtsbaum. Aha, komm, okay. Minjas. Weihnachtsbaum. Im Wohnzimmer, okay. Also fünf. Ey, geht nach Hause, gibt keinen Weihnachtsbaum zu sehen. Das ist unser Weihnachtsbaum. Renn nach Hause, los, leg. Geschenke. Aber hier bei mir, also ich habe richtige Ballergeräusche im Hintergrund. Ja. Übelst du sogar. Ja, Ballergeräusche rechts, da hinten, da. Mhm. Ja. Wollen wir mal gucken? Die Straße lang. Klari. Ja, dann gehen wir mal andersrum, Jolle. Komm, wir gehen in die andere Richtung. Wir gehen zu Chris und... Ja, Papa. Komm, Kind. Dem lieben Helm, wolltest du sagen. Genau. Ah, man kann übrigens sprinten und dann, wenn man kurz vor der Maus Steuerung tippen, dann gehst du über die Mauer und sprintest direkt weiter. Oh, hier schießt es. Ja, da hinten. Kannst du auch hier... Analyse beenden. Ich bin mittendrin. Ich sprinte nach vorne. Oh. Warnung. Feindkräfte nähern sich. Feindkräfte nähern sich. Links. Links, wie es scheint. Aber wieso sind die grün? Das sind unsere. Denn? Das sind unsere. Die grünen. Das andere links. Das andere links. Oh. Oh, oh, oh. Deckung. Oh, hier wieder. Stolpert. Mann, wie viele Kugeln die aber auch normal tragen, ne? Die nehmen ganz gut, ja. Ja.
schieß, bis sie tot sind. Machen wir. Keine Gegner mehr entdeckt. Na gut, das war ja easy hier, ne? Das war easy. Bedanken die sich auch? Nee. Nö. Die sind froh, dass sie noch leben. Ey, guck mal, da hinten hat gegrüßt. Oh, echt? Ich hab grad hier den Gruß gemacht und der hier hinten hat zurückgemacht. Aber der Gruß ist doch verboten, dachte ich. Achso, wow, den meinst du. Ich mein Stenio oder was? Ja, genau. Tachchen, grüßen Sie auch. Nein, anscheinend nicht. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Was ist denn jetzt los? Bin ja alles. Ich kann noch schießen. Und nun? Mein Schnuppilein, was machst du denn jetzt schon wieder? Kann mich mal ins Kreuz treten? Der bewegt sich irgendwie nicht mehr. Ja, warte. Ja, warte. Nee, ich verschieb mich nur. Was ist denn jetzt los? Oh, Spiel. Ah, jetzt. Jetzt. Ah, ja, es geht. Ah, sehr gut. Wie hast denn du dich auf den Boden geworfen, bitte? Doppel-Leertaste. Schild wieder weg. Ach so. Lange E drücken oder wo auch immer du das gerade hast. Ja, da ist es. Einfach weg. Weggenommen. Gibt noch Ersatzschilder. Der hat noch ein paar im Rucksack. So, gehen wir weiter. Jetzt machen wir Mission. Lass uns ja Mission. Schön zeigen, wie ich finde. Oh, Pizza. Hier gibt's Pizza. Geh nach Hause, geh nach Hause. Division Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche. Wir müssen helfen. Ach, jawohl. Wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber ja. Passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Okay. Da vorne. Okay. 143? Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Forster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke! Los, los, los! Wo ist unser? Oh! Ach, die beiden sind da auch. Ach, das ist ein Boss? Ja. Gehen wir eine Seite lang. Den kann ich glaube ich nur von hinten oder so. Die haben manchmal bestimmte Eigenschaften. Ah, nee. Das geht. Yay! Oben sind noch welche. Noch einer. Endlich mal Sachen eingesammelt. Zentrale, die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht, die Division hat uns den Arsch gerettet. Mein offizieller Bericht. Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Noch nicht reingehen? Jetzt das ist Hauptmission, Moment. Ja, du kannst ja trotzdem machen. Wollen wir noch andere Sachen machen, oder... Du kannst da ganz normal reingehen und wir können später wieder rausgehen. Das ist dann so eine Art Lager. Du wirst es gleich sehen. Mach ruhig. Okay, geht. Alles klar. Dann gehen wir jetzt ins Lager. Wir haben halt eine Sequenz. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Verkäufer entdeckt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus.
Hightech kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay. Helm, du hattest da doch auch noch einen Bug, oder? Ich hab hier einen Teil, das nach Ihnen bitte? Ruft. War es auch noch ein Bug mit dem Kaufen? Ja, beim Kaufen. Und zwar anstehen einmal. Da konnte ich nichts verkaufen. Also beim Kaufen kriegst du ja die Waffen angezeigt direkt und dann kannst du oben rechts auf Verkaufen klicken. Man hatte die Waffen doppelt angezeigt. Quasi die Verkaufsliste und darunter die Kaufliste. Da ging natürlich nichts anzuwählen. Seid ihr jetzt eigentlich auch bei mir in derselben sicheren Basis oder in eurer eigenen? Wir sehen uns wahrscheinlich hier nicht, ne? Nee, wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht, aber wir sind in der Basis, ja. Ja, oben auf dem Radar seht ihr das. Ja, wir sind alle, die blauen Punkte, alle zusammen hier. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Na komm! Hier kann man übrigens Sachen jetzt weglegen, aber verkaufen wäre eigentlich sinnvoller. Die blauen Punkte sind aber die Händler, ja. Hier, Fertigungsstation. Nee, die blauen Punkte können jetzt aber hier mal alles verkaufen. Achso, okay. Und wo können wir hier beim Ausstattungshändler können wir verchecken? Ja, das sind die Einkaufswagen, okay, die gelben. Also du bist ein Division, okay. Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Aber ich würde natürlich erst gucken, ne? Ich guck jetzt erstmal durch und dann. Erst verkaufen, dann nachgucken. Hol dir die Verbrauchsgegenstände aus den Kisten. Kommt gerade. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Ist die nett. Ja. Okay? Die ist sehr nett. Kommen Sie ruhig her und sehen Sie mal. Okay, und wird mir. Also sehe ich nur Sachen, die ich nicht angelegt habe? Beim Verkauf ja. Okay. Ja, hoffe ich doch. Nee, ich glaube schon. Ich habe mir alles markiert vorher mit schon zu Schrott hinzufügen. Ja, könnte mit V machen. Ah, was? Okay. Ah, das ist ein guter Tipp. Was nochmal? Du kannst die wohl die Sachen im Inventar mit V markieren. Hey, was wollen Sie denn haben? Und dann? Und dann hat er sie im Schrott. Und dann kann man sie verkaufen. Probiere ich jetzt mal. Das weiß ich nämlich nicht, auch wenn sie dann... Ja, ich habe sie jetzt alle gesehen im Verkaufs... Ah, dann Schrott verkaufen. Ah, X, Schrott verkaufen. Oh, cool. Das ist natürlich wesentlich praktischer, als da beim Händler rumzuwurschteln. Sehr gut. Ich brauche einen Kaffee. Verkauft ihr jetzt eigentlich alles, was ihr nicht tragt? Ja, ja. Ich werde alles verkaufen. Also... Habe ich wenigstens wieder Platz und dann können wir kriegen bestimmt noch bessere Sachen. Ich meine, alles wird sich wahrscheinlich relativ schnell überholen, ne? Ja. Wir brauchen sie. Also ich habe zwei Sachen der Stufe 6, die behalte ich natürlich. Stecke ich vorne in die Kiste. Hey, sehen Sie sich das an? Zack, warte mal. V. Kauft ihr euch auch Sachen? Kannst auch so verkaufen. Sollen wir mal gucken. Vielleicht. Ja. Aber man sollte dann unterwegs, wenn man schon was ausgetauscht hat, direkt die alten Sachen markieren, ne? Dass man da nicht später großartig durchsucht. Man kann übrigens, die Listen sind sortiert nach Qualität. Nix los. Echt? Der war auch wieder passend. Entschuldigung, die Listen sind sortiert nach Qualität? Ja. Das heißt, das Beste also, ist oben? Jo. Ja. Komisch. Also kein Geschäft? Bliss plant irgendwas. Wenn ich es nicht habe, brauchen sie es auch nicht. Menge Waffen zum Tunnel geschafft. Und wo ist Schrott... Schrottmarkierung entfernen und wo ist verkaufen? Ah, Schrott verkaufen, X. Ja. Nix los. Diese Ausrufezeichen sind neben Mission, oder was? Das möchte ich nicht beantworten. Ach, ich soll Flügel untersuchen. Ja. Das hier lasse ich mal aus. Okay. Viel Glück. So, bringt das jetzt was, irgendwas zu kaufen? Meint es macht Sinn? Denken Sie immer daran. Ich habe gerade geguckt, so viel besser sind die nicht. Also ich würde jetzt sagen, wir finden noch gute Sachen, oder? Ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da wirklich was kaufen sollten. Ja, das ist auch... jetzt
Habt ihr schon irgendeine blaue Sache da drin? Nee, ja. Ne? Ja? Nee. Ich wollte gerade sagen, so, die grünen Sachen, nicht, die nee. Kosten... Genau, denn die grünen Sachen kaufen hier, also bei mir so 400 bis maximal 600. Ja? Und wenn er da blaue Sachen drin hat, die gehen direkt ab 1500 los. Also da könnte man versuchen zu sparen. Nur so. Aber ich habe nur 651 oder so. Denken Sie immer daran. Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch 651. Hab ich. Wo ist hier die Munitionskiste? Irgendjemand hat geschrieben, dass man aufmunitionieren kann. Ja, direkt am Eingang, wo der Exit ist. Direkt vom Exit steht rechts daneben. Sehr gut. Sollen wir diese Ausrufezeichen aktivieren? Oder sind das dann Missionen, die uns dann... Ja? Nee, musst du aktivieren. Was auch oben stehen, Flügel... Das sind... Naja, das gehört durch zur Story, aber, oder? Medizinischer Flügel. Für die Zivilisten, aber auch für uns. Nein? Da ist jetzt das Crafting nämlich, da kannst du dann... Leute retten und die werden dann halt hier angesiedelt. Offline steht hier noch? Oh, Video. Hey, seid ihr... Ah! Hey, kommen Sie ruhig näher! Weil, ja, die orangen Ausrufezeichen gehören zur Story, glaube ich. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ich aktiviere mal alle. Wie kommt man eigentlich hoch? Treppe. Am Eingang sind drei verschiedene Linien und die musst du einfach folgen. Ach so. Die orangene Linie. Ah ja, ich seh's. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Das heißt, wir müssen jetzt für jeden Bereich einen Spezialisten besorgen. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Jo, kriegst auch gleich nochmal ein Video, ich hab's mir gerade angeguckt. Aber es ist ja eh alles offline. Also das kannst du, ist glaube ich nicht in der Beta. In der Beta nicht verfügbar. Also könnt ihr noch so sehr nach Spezialisten. Ah, jetzt kommt eine Videosequenz. Ah, sie, ja, alles klar. Hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Dann guck mal dein Gesicht an. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen Sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay, okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Ah, das ist die Fertigungsstation, die haben wir noch nicht. Okay. Also ich kaufe hier nichts. Ich brauche nichts. Ich habe auch nichts gekauft. Ich habe 800 Tacken. Also es heißt, wir können die Ärztin retten. Hat jemand im Chat geschrieben. Ja, das ist Story, ne? Wir können die retten, ja. Ja. Wollen wir dann uns wieder vorne treffen? Seid ihr alle soweit? Ich bin am stehe vor dem Eingang, wo die Munitionskiste ist. Ich auch. Jo. Dann treffen wir uns draußen. Ja. Gut. Da seid ihr. Guten Tag. Was ist das eigentlich für ein Lichtchen auf der Schulter? Jetzt habt ihr wir halt The Vision sind. Genau. Das zeigt, ja. Ja, aber... dann guck ich mal auf die Map, was wir noch machen können. Du tust ihm ja weh! Hör mal, ich hab 6 Jahre Medizin studiert. Vergiss alles, was du in den Arztserien gesehen hast. Okay, der hat jetzt irgendwie diese Mission ausgewählt, wo wir die Ärzte retten müssen. Knochen zu richten ist nicht schön. Machen. Wenn dir was an deinem Kumpel liegt, nimm die Knarre aus meinem Gesicht. Let's fetz. Es gibt aber noch ein paar andere Missionen hier rum. Die können wir auch was machen, wie ihr wollt. Ärztin. Meine Hauptmission machen.
Die Plünderer haben den Madison Square Garden überfallen. Ich schließe mich an, der Mehrheit. Die Feldlazarett genutzt, wurden aber überwältigt. Die Ärzte werden als Geiseln gehalten. Wir brauchen sie. Besonders die Leiterin Jessica Kendall, eine Virologin. Finden Sie sie und bringen Sie sie zur Basis. Dann räumen Sie dort auf. Okay. Na, soll das? Vielleicht nochmal als Hinweis kurz an die Leute im Stream. Ihr könnt heute einen Dual-Stream sehen mit dem Chris Play zusammen. Der streamt auch. Und wenn ihr im Chat eingebt, Ausrufezeichen Dual, dann kriegt ihr einen Link, wo ihr beide Streams sehen könnt. Einen solltet ihr muten, sonst habt ihr Doppelton. Ne? Das als Hinweis. Außerdem spielt heute mit der Mr. Helm und Jorle. Mahlzeit. Guten Tag. Und der Chris natürlich. Ja, genau, den hatte ich ja gerade. Ja. Der Rattenfänger. Genau. Ach, guck mal hier. Hier ist auch noch was. Da drin gibt es Einsatz, Stufe 4. Mach mal. Agenten finden. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir haben gar keine Wahl. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Die bleiben natürlich als Rückendeckung. Alles safe. Was ist hier, ein Kaufhaus oder was? Oh, da kommen sie oben, Treppe. Madison Square Garden. Oben. Boom. Der war gut. Hier hinter. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich den Aufenthaltsort. Ja, ich habe mich auch gewundert, aber irgendwie. Deine Stadion oder so. Ne, hier kann ich irgendwas. Hier ist irgendwas. Ah, jetzt. Ziel erfüllt. Was denn wohl denn? Ah, jetzt hier hoch, ja, alles klar. Ist auch noch was. So, du musst einfach nur drüber laufen, das meinst du. Ja, genau. Ja. Wir rennen alle weiter, ich dachte, wir gucken. Entschuldigung. Okay, so. Hier ist wohl Serverraum. Tastatur benutzen, soll ich mal? Mach mal. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Ach so, jetzt hab ich's. Sie werden gezwungen, die Verwundeten des Feindes zu behandeln. Ja. Sie werden gezwungen, ihre eigenen Verwundeten zu behandeln. Ach so, schwierig. Brecheis, ja. Explosionsgeschoss. Na gut, dann gehen wir hier weiter, wa? Exit. Hoch. Ist da was in der Ecke, ja. Chris?